Okay, ich glaube, jetzt kann ich rein. Mhm. Oh nein. Guten Morgen, junge Dame, die ich nein. noch nie im Leben gesehen habe. Und Ihnen auch einen wunderschönen guten Tag, maskierter Mann, der mir irgendwie bekannt vorkommt. Wie kann ich behilflich sein? Haben Sie einen Mann mit grünem Hemd und Brille hier irgendwo gesehen? Leider kann ich diese Informationen nicht preisgeben. Klar. Ich möchte Dr. Johnson sehen, es ist dringend. Bitte sagen Sie ihm Bescheid. Tut mir leid, aber Dr. Johnson hat heute keine Sprechstunde mehr. Tja, es ist wirklich ein Notfall, wissen Sie? Das verstehe ich sehr gut, Sir. Aber wir hatten etwas Probleme mit einem sehr gefährlichen Individuum mit Stachelhaaren. Und ich darf keine Fremden reinlassen. Besonders, wenn sie keinen Termin haben. Tja, dann ist wohl heute mein Glückstag, denn der gute Herr Doktor kennt mich sehr gut. Entschuldigen Sie, aber ich vertraue nicht gern Leuten, die sich maskieren. Dann verpassen Sie aber so einiges. Zum Beispiel von einem Superhelden, der von der Decke hängt, geküsst zu werden, oder? Oder auf bestialische Weise von einem Mann mit Motorsäge zerstückelt zu werden. Zugegeben, aber nicht alle maskierten Männer sind gleich. Auch wahr. Also was für einer sind Sie denn? Einer, der das Verbrechen bekämpft, sobald die Nacht anbricht. Einer mit Superkräften. Einer, der seine Identität nicht preisgeben will. Einer, der das Verbrechen bekämpft, sobald die Nacht anbricht. Wirklich? Klar. Tatsächlich hat der Commissioner eigens ein neues Lichtsignal installieren lassen, damit er mir ein Zeichen geben kann, wenn er mich braucht. Natürlich hat er das. Sir, warum setzen Sie sich nicht einfach da drüben hin und halten ein wenig die Klappe? Hey! Behandeln Sie mich nicht, als wäre ich verrückt. Was ist denn jetzt mit meinem Notfalltermin beim Doc? Wie ich schon sagte, keine Termine mehr frei. Aber wenn Sie wollen, mache ich Ihnen für morgen früh einen. Oh, geht das schon wieder los? Morgen ist es zu spät. Also am Mittwoch. Vergessen Sie es, Miss. Übrigens, der Patient da drüben sieht gar nicht gut aus. Ach, tja, armer Alan. Ein anderer Patient hat bei ihm wohl einen Nervenzusammenbruch ausgelöst. Oh nein. Ja, schlimm. Der ist schon seit letzter Woche so. Dr. Johnson sagt, man soll ihn in Ruhe lassen. Dann wird er schon wieder. Er ist schon das ganze Wochenende so? Was ist denn passiert? Ich glaube, das war letzten Donnerstag. Dieser stachelhaarige Mann kam hier mit einem Affen rein und sie fingen an zu streiten. Der Affe regte sich fürchterlich auf und fing an, mit Kot zu werfen. Alan hat das alles hautnah miterlebt. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Ganz normale Reaktion. Von Alan? Nee, vom Affen. Sie wissen nicht zufällig, wer dieser Freak mit seinem Haustier war? Dr. Johnson hat alles der Polizei übergeben. Ich glaube, dieser unfreundliche Sergeant Kramer kümmert sich darum. Oh nein. Deswegen hängen die Plakate mit dem Bild des Täters im Eingang. Oh, super. Das Dekor hier drin ist ein bisschen kitschig, finden Sie nicht? Tja, Dr. Johnson hat eine Schwäche für Sachen, die ihn an seine Kindheit erinnern. Tja, habe ich mir gleich gedacht. Na dann, Sie haben sicher eine Menge zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jederzeit wieder, Sir. Einen schönen Tag noch. Der steht immer noch unter Schock. Er nimmt sich alles viel zu sehr zu Herzen. Mit dem will ich lieber nie wieder was zu tun haben. Aber Alan! Auf keinen Fall. Der wacht sonst auf, wenn ich ihm eine klebe. Entschuldigung, wo wollen Sie denn hin? Dr. Johnson hat heute Geburtstag. Ich wollte ihn überraschen. Geburtstag? Kann gar nicht sein. Ach, nicht? Wann ist er denn dann? Das hat er mir nie gesagt. Eben, der ist heute, glauben Sie mir. Okay, ich glaube Ihnen. Aber ich kann Sie trotzdem nicht reinlassen. Mist. Also, wegen Dr. Johnsons Geburtstag. Ja? Ich will eine Party für ihn schmeißen. Eine Party? Wo denn? Tja, was könnte denn besser sein als direkt hier? Hier? Ich weiß ja nicht. Oh, kommen Sie schon, vertrauen Sie mir. Der ahnt nicht das Geringste. Das stimmt. Also, sind Sie dabei? Okay. Aber Sie müssen noch Girlanden aufhängen, finden Sie nicht? So sieht's noch nicht sehr nach Geburtstagsparty aus. Ja, ja. Lassen Sie mich nur mal machen. Deshalb haben Sie eine Maske auf, stimmt's? Wegen der Party. Ja, aha. Wegen der Party. Das dachte ich mir. Ja, wegen der Party, ja. Randall ist so ein hinterlistiges Stück Kacker, ne? Mach ich jetzt eine Girlande? Ich hab eine Partytröte. Hey, gute Idee. Braucht man auf jeder guten Party.
Da haben wir schon mal. Passt schon mal. Gelandet. Muss ich gar nicht. Das muss nicht geschehen. Eine stinknormale Mentholzigarette. Ich bin nicht Konstantin. Wäre ich zwar gern, bin ich aber nicht. Weiß jemand, welches Game das ist auf dem Bild links? Das hier? Nee, sagt mir jetzt gerade nichts. Also auf den ersten Blick weiß ich es gerade nicht. Ich sollte mal in die Gänge kommen. Ich brauche Geburtstagskuchen und Girlanden, damit das hier nach Party aussieht. Klingt zwar schwierig, aber... Oh boy, jetzt brauche ich Kuchen und... es ist euer Ernst. Ich sehe jetzt Kuchen her. Ich sollte die Maske erstmal abnehmen. Wo kriege ich Kuchen her? Warum sind die jetzt alle verteilt? What the fuck? Kann ich die Tote tauchen? Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich die nur anschaue. Warum sind die jetzt alle so verteilt? Es muss einen besseren Weg nach unten geben. Die Feuertreppe. Ich kann doch nicht einfach mit allem reden. Also ich hab Kuchen. Was? Ich will auch Kuchen haben. Macht Gebühren, ey. Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven. Gibt's hier irgendwas, was ich als Deko nutzen kann? Ich bin für Schokokuchen. Ich glaube, ich weiß, aus welchem Spiel das Bild da gerade mit dem Schloss oder so. Was für ein Spiel ist es denn? Sie ist weg. Wir müssen schnell das Schloss austauschen. Seit wann ist die Treppe wieder repariert? Dieser Zufall! Ja, das Kuchen! Mm, das riecht echt gut. Ja, wie gut! Da hätte ich ja ewig gesucht. Scheiße! Alter, hätte ich ja ewig gesucht dann. Was für ein Rotz? Oh, ich will Kuchen essen. Hallo, Saun. Kriege ich denn jetzt eine Girlande? Scheiße, ja. Oder brauche ich jetzt von den Typen diese Luftballons? Warme Apfelkuchen. Ich hätte jetzt auch gern Apfelkuchen. Oder Bienenstich. Ah, ich glaube, ich muss mir morgen mal ein Stück Kuchen holen. Ohne Scheiß. Wenn ich Geld drauf habe. Dann kann ich mir auch mal einen Kuchen. Nicht der warme Apfelkuchen. Nein, wir denken jetzt nicht an, ne? Hallo, Gullideckel.
Kurengebühr. Oh, Stefan, ey. Danke für die Kuchengebühr. Ja, ich habe jetzt voll Bock auf Kuchen, ohne Scheiß. Ich hab echt lange keinen Kuchen mehr gegessen, Tatsache. Vielen, vielen Dank. American Pie, ja. Hat dir die komische Stimme vom Mann gefallen? Hat dir die komische Stimme von dem Mann gefallen? Ja, der stinkige Ballonmann ist lustig. Das ist lustig, wenn der lustige Sachen macht. Naja, na gut, soll er denn nochmal seine komische Stimme machen? Ja, oh ja, voll Depp. Na gut, aber ich brauche deine Hilfe. Ich brauch deine Hilfe. Fang bitte nicht wieder damit an. Sag ihm einfach, er soll's nochmal machen. Na gut, Depp. Entschuldigung? Sagst du bitte dem Verkäufer, dass er es nochmal machen soll? Ja, Blödmann. Ja, ist schon gut. Entschuldigung? Sagst du bitte... Ja, Entschuldige, dass ich nochmal störe. Der Junge will dir was sagen. Ich glaube, der Junge will dir was sagen. Echt? Na, Grosso, kann ich dir helfen? Komische Stimme? Komische Stimme? Siehst du, ich bin nicht der Einzige, der das nochmal hören will. Gefällt dir meine quiete Stimme, Junge? Komische Stimme. Oh ja, komische Stimme. Der Kleine hat sie nicht alle, oder? Na, schau ihn dir halt an. Ich würde schon sagen, der hat sie nicht alle. Nun ja, mein Kleiner. Für so einen Wonneproppen mache ich alles. Mann, da bin ich wohl zu weit gegangen. Wow, hast du den gekillt? Glaube nicht. Aber vielleicht hat er einen Hirnschaden. Jetzt ist er genau wie du. Was? Nichts. Scheiße. Ich glaube, wir haben den gekillt. Daran sollte ich nicht rumspielen. Lass deine dreckigen Griffel von meinen Ballons. Oh, ist ja gut. Kannst sie alle behalten, du rotznasige Ausgeburt der Hölle. Ganz genau, alles meine. Hätte der Junge nicht daran duckeln können. Den Typ fasse ich nicht an. Erste Hilfe. Mund-zu-Mund-Beatmung? Mach doch selber. Nee. Das Heliumventil. Daran sollte ich nicht... Eher nicht. Was war ich denn jetzt mit dem Helium? Vergiss es. Ich habe keinen Bock mehr auf die Sache mit den Knarren. Was mache ich jetzt mit dem Helium? Ich habe ihn jetzt so im Grunde umgebracht, aber... Das Heliumventil. Ja, er muss ja irgendeinen Sinn haben, warum wir den jetzt hier... ausgenockt haben. Damit will ich den Feuerlöscher nicht verwenden. Daran sollte ich... Luftballons, die sollten alle mir gehören. Du willst, dass ich damit rede? Lass deine Drecke... Au! Ganz. Okay, wir müssen jung loswerden wieder mal. Warum sollte ich nochmal mit dem... Kind. Wer könnte beißen? Das lasse ich lieber. Die werde ich niemals wieder. Sven, danke schön für den Raid. Arigato. Ich hasse Kinder. Sehr doll. Ja, krieg ich denn jetzt die Ballon? Döns.
Guck mal, Kuchen. Ich geb den Kuchen. Jemand eine Idee? Oder habe ich überhaupt schon das, was ich brauche? Du willst, dass ich damit rede? Das behalte ich lieber. Er wirkt das Kind einfach. Ja, würde ich sehr gerne. Vergiss es. Lass deine dreckigen Griffel von meinen Ballons. Au, ist ja gut. Kannst sie alle behalten, du rotznasige Ausgeburt der Hölle. Ganz genau. Ein Kind. Wenn ich die einfach so rumzeige, kriege ich Ärger. Oh, aber eben kein Kind doch, ist doch egal. Nee, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich hier machen kann. Luftballons, die sollten alle mir gehören. Ich weiß nicht, wie ich dieses scheiß Kind loswerde. Das muss nicht ge... Das Helium hat ihn ganz schön zerfickt. Alter. Mund zu Mund? Den Typ fasse ich nicht an. Nee, keine Ahnung. Deine Karte war jetzt besser als meine, oder was? Hä? Okay. Den fasse ich lieber nicht an. Muss der... Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Ein herrliches Stück Kücheneinrichtung. Ganz ohne Zweifel. Der Blendomatic 9000. Ein stinknormaler Wasserhahn. Hab grad keinen Durst. Man soll kein... Das ist Metz Kaffeetasse. Da ist noch Alp drin. Starker Alp. Dann nimm mal die mit. Die muss ich nicht nehmen. Jedenfalls nicht jetzt. Oh, okay. Merkt euch mal die Tasse, bitte. Nutzlos. Das... Ich glaube, ich bin zu früh hier drin, ne? Warum nehme ich nicht einfach die Tür, wie jeder normale Mensch auch? Weil du nicht normal bist, Randall. Das ist Metz Kaffeetasse. Also die brauchen wir jetzt das noch nicht. Das klingt vielleicht komisch, aber ich fühle mich gerade nicht nach Besäufnis. Die muss ich nicht nehmen. Okay, wir brauchen sie später auf jeden Fall. Ich bin anscheinend schon einen Schritt zu schnell hier gerade. Was? Ich bleib mal bei den Dämonen, ist okay. Alles gut, Chloe. Wenn du es schon gesehen hast, dann ist gut. Haben wir keine Chance, Chloe.
Ja, okay, dann sollst du mal den anderen was übrig lassen. So. Kann man jetzt mit ihm reden? Der ist echt komplett im Millisekunde, Mirko, Millisekunde. Aber schön, dass ihr alle gerade so... Fast, ich hätte es fast gehabt. Er wäre sicherlich nicht gerade erfreut. Der ist echt komplett... Kann ich hier irgendwas mitnehmen oder so? Geraffel. Alles gut, solange. Ich war auch schon dabei. So, ich bin froh, dass ihr alle das gesehen habt. Pat. So eine Leute haben wir aber auch öfter, oder sind das auch so eine Bots? Ich glaube, das sind auch Bots, oder? Die mit dem Jesus-Scheiß da ankommen? Oder irgendwas mit Gottes... irgendwas? Hä? Kann sein, dass es Bots... Ja, wir hatten auch schon sowas öfter. Merkwürdig. Alles klar, Klaus, mach das. mach das. Ja, erster Wirt, was das war und hab noch zu Ende... Ja, ich habe ja auch gerade gelesen. Ich hab nebenbei gelesen und dachte, hä, was ist das jetzt schon wieder? Ich weiß. Oh nein. Ist aber bald ins Bett, oh je. Der sieht echt... Okay. Ich habe bis jetzt nur Kuh und eine Partytröte. Aber wie kriege ich diese scheiß Luftballons? Ja, das könnte gehen. Aber für einen Geburtstagskuchen fehlt da noch was. Was denn? Was fehlt denn jetzt noch? Geschenk, eine Karte. Hier eine Tröte. Das ist keine gute Idee. Wenn du das für eine... Blöd. Was brauche ich denn noch? Kerze. Ah, ich hab... Wie sind das jetzt hier? Ja, ich bin nicht auf Kerzen direkt gekommen, weil ich krieg so eine Geburtstags... Kuchen nicht. Zigarette? Nein! Hey, das erinnert mich echt an meinen 10. Geburtstag. Da gab es zwar keinen Kuchen, aber da habe ich meine erste Zigarette geraucht. Scheiße! Was für ein schöner Kuchen. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Deko und die Party kann losgehen. Perfekt. Geil. Den gebe ich ihm persönlich, wenn ich die Dekoration fertig habe. Hey, gut. Gut, dann haben wir schon mal den... Okay, Klaus, habe ich zur Kenntnis genommen. Ich sollte die Maske erstmal abnehmen. Es geht ja nicht, dass wir reinkommen, sondern dass wir ihn vielleicht rauslocken. Aber wie kriege ich jetzt die scheiß... Wie bringe ich diesen Jungen dazu, dass er weggeht? Eine Idee? Oder kann ich das noch nicht machen? Hey, mal dieser blöde Kackjunge. Schrotflinte wegtreten. Ja, das geht ja nicht. Meine Lösungen, die auch im wo ich dann weiterkomme. Umnieten. Gesichert und geladen.
dafür ist. Irgendwas damit machen oder? Lieber nicht. Ich brauche die Kondome. Ich brauche die Kondome. Als Luftballons. Dafür sind die da. Ja. Ja. Aber ich habe keine Münze. Warte. Die gibt's ja auch noch. Damit rede ich doch nicht. Da muss man Münzen. Ich habe keine. Wirklich ist eine Münze hier. Schraubens hier. And we have a winner. Okay. Das klappt nur so gut, weil es so voll in meinem Hirn ist, ne? Diese zweideutigen Dinge und so. Ja, ja. Nur deswegen läuft's gerade. Ich verstehe gar nicht, was die Kirche gegen die vielfältige Anwendung von Latex hat. Extra empfindliche Ballon. Scheiße. Sehen sicher gut aus, wenn ich sie erstmal aufgehängt habe. Wunderschön. Ich sagte ja schon, Herr. Nee, ich will keine Miss. Was jetzt? Also, was sagen Sie? Das Büro sieht noch nicht nach Party aus. Alles muss perfekt sein. Aber was willst du denn noch? Ellen. Mit dem will ich. Hallo Kenzo. Kenzo-chan. Aber was fehlt denn noch hier? Scheiße. Also, was sagen Sie? Das Büro sieht noch nicht nach Party aus. Alles muss perfekt sein. Alles muss perfekt sein. Was ist mein Luftsprung? Wenn ich Luftsprung... Ich habe doch keine Beine. Streamer haben keine Beine. Außerdem würde ich mir alle Gräten brechen. Partyhut? Oh ja, hier. Ach du Scheiße. Ellen, es tut mir so leid. Mit dem will ich... Ellen, es tut mir so leid. Also, was sagen Sie? Das Büro sieht noch nicht nach Party... Ja, ist aber nicht das Büro. Fuck. Muss ich gar. Ich glaube, das geht nicht als Geburtstagsdekoration durch. Aber warum nicht? Ich glaube. Hasse sie. Ellen. Was soll ich denn jetzt hier noch hinpacken? Ja, Leute. Was kann ich denn als Deko machen? Habe ich wahrscheinlich noch gar nicht. Oder?
Was magst du, Liz? In dem Spiel oder allgemein? Vieles. Ich war mich immer arm. Entschuldigung. Gelandet. Wo soll ich das denn jetzt herkriegen? Frage für einen Freund. Viele? Fähigkeiten? Weil ich davon weniger essen sollte? Ja. Technik? Obwohl bei mir mal alles nicht funktioniert. PlayStation gut. Haha, witzig. Das war nicht Kenzo. War Anonymous. Fehlt? Ich habe keine Ahnung. Wo soll ich denn jetzt noch Ich soll Deko noch finden für den Laden. Was denn für Deko? Achso, was ich noch mag, ist Tattoos. Guck mal, mein neues Tattoo. Das tut doch gar nicht weh und brennt nicht und ist doch gar nicht heiß oder so. Wow, die Stelle ist wirklich echt. Die glüht. Mein Bizeps glüht. Son Goku. Ah, scheiße. Krieg ich denn jetzt noch Deko? Ja. Ja, Son Goku ist jetzt hier auf meinem Arm. Der muss aber noch schattiert werden. Goku am Pumpen, na. Wo kriege ich noch Deko? Sollen wir den Alkohol nehmen fürs Anstoßen? Können wir das jetzt mitnehmen? Die muss ich nicht nehmen. Deko. Muss. Was schreibt ihr da schon wieder für Dinge?